In diesem Videoclip begleiten wir Susanne durch ihren Online-Eintrag zur Eröffnung vom DKB-Konto und lernen wichtige Dinge für unsere eigene Kontoeröffnung. Im besten Fall wechseln Sie von unserem Spezialportal über den Link direkt auf die Seite der Bank und klicken dann auf Jetzt online eröffnen. Es öffnet sich der Kontoantrag und Sie fangen an, Ihre persönlichen Daten einzugeben. Beginnt mit dem Vornamen und wenn Sie auch schon öfter mal ein Online-Formular ausgefüllt haben, kann es so sein, auch wie hier, dass denn die Auto-Fill-In-Funktion vom Browser aktiv wird. Geben Sie trotzdem sorgfältig Ihre Daten ein und überprüfen Sie die automatisch schon übernommenen Daten von vorigen Formularausfüllungen in diesem Browser. Hier die Frage der steuerlichen Ansässigkeit, wenn Sie in Deutschland wohnen und hier steuerpflichtig sind, ja. Wenn Sie jetzt Auslandsdeutscher sind und deswegen unser Spezialportal benutzen, kommt dann ein Nein rein. Natürlich E-Mail-Adresse, Telefonnummer und dann die Anschrift, damit die Bank weiß, wo Sie wohnen, wo auch die Kreditkarte zugestellt werden soll, wo die ganze Willkommenspost ankommen soll. Wichtig ist auch einzutragen, seit wann man hier wohnt. Das ist ein Faktor, der auch in die Bonitätsprüfung mit einfließt. Genauso halt auch Angabe der Wohnstatus, hier bei der Susanne zur Miete und dann die Beschäftigung. Sie haben eine große Liste. Zum Auswählen nehmen Sie das, was direkt passt oder wenn nicht, denn zumindest am nächsten passt. Hier denn das aktuelle Nettoeinkommen. Das ist eine sehr wichtige Eingabe, gerade auch bei der Bonitätsprüfung. Rechnen Sie alle monatlichen Einkünfte bitte zusammen, also in dem Fall, wenn Sie nur einen Job haben, denn das, was auf dem Gehaltszettel ist, wenn Sie noch einen Nebenjob haben, was denn halt dazu bekommt bei Selbstständigen, wie in diesem Fall, alles, was monatlich, wo man monatliche Rechnung schreibt. Dann die, in dem, ja, seit wann man halt selbstständig ist bei Arbeitnehmern, seit wann man bei diesem Arbeitgeber arbeitet, wird auch eingetragen. Wenn es jetzt deshalb kurz ist, kann sein, dass eine zweite Spalte aufgeht, wo man den davorigen einträgt. Hier auch nochmal auswählen, was am ehesten passt. Das ist nur ein statistischer Wert, das fließt nicht in die Bonitätsprüfung ein. Und jetzt sehen wir, ein Kästelchen ist rot umrahmt. Da müssen wir mal nachgucken, kann sein ein Fehler. Wir klicken einfach mit der Maus dann mal rein in dieses Feld, was dann angezeigt wird. Tätig seid, bitte nehmen Sie. Ah ja. Hier müssen wir das Datum mit Monat eingeben, also die ersten beiden Zahlen vom Monat, Punkt und dann das Jahr. Und je nachdem, was halt ausgebildet wird vom Beruf, gibt es hier nochmal Unterteilung, hat auch mehr statistische Zwecke. Hier könnte man ein Gemeinschaftskonto öffnen, wenn es ein Einzelkonto ist, dann lassen Sie so, wie es voreingestellt ist. Dann auch weiterklicken. Wenn jetzt hier nichts passiert, einfach nochmal nach oben scrollen. Die Daten werden schon mit der Datenbank gleich abgeglichen, ob das alles passend ist. Und bei der Straße kann es sein, dass der SS mit SZ irgendwie anders geschrieben wurde. Und dann einfach auf Weiterklicken. Und dann kommen wir auf die zweite Seite. Hier ist es so, dass man einwilligen muss, um das Konto zu öffnen, dass eine Bonitätsabfrage durch die Schufa oder durch weitere Dienste gemacht wird. Ohne das Häkchen kommen wir nicht weiter. Und dann, dass man das Preis-Leistungs-Verzeichnis kennt, kann man online abrufen. Und hier ganz wichtig, das Konto kann nur für private Zwecke eröffnet werden, also nicht als Geschäftskonto, deswegen auch hier das Häkchen. Dann haben wir Informationen zur Eigenansicherung. Wenn man da anklickt, geht dann das gesetzlich vorgeschriebene Informationsbogen ein. Können Sie durchlesen oder auch nicht. Es ist jetzt für die Kontoeröffnung nicht ganz so wichtig. Ihr Geld bei der DKB ist sicher. Wir haben noch weitere Häkchen. Hier kann man am DKB-Club teilnehmen. Ist freiwillig, kann ein paar Bonuspunkte bringen. Wäre für einen anderen Clip mal interessant. Also lass es weg. Und hier kann man ein Häkchen angeben, wenn man halt Werbung haben möchte. Lasst man es frei, haben wir in dem Fall auch gemacht. Dann kriegt man auch keine Post von der Bank. Muss ja nicht unbedingt sein. Hier, das ist aber wichtig, dass die Bank einen kontaktieren darf. Gerade wenn mal was mit dem Konto ist, das letzte Häkchen ist dann wichtig. Und wir gehen auch weiter. Und dann gibt es die Zusammenfassung des Kontoeintrags. Genau, hier ist es wichtig, nochmal nachzuschauen, ob alle Angaben richtig eingegeben worden sind bzw. richtig übernommen worden sind. In dem Fall ist es so, dass der Geburtsort nicht richtig war. Das ist jetzt
zum Glück aufgefallen, das ist nicht weiter wild. Wir scrollen nach unten, finden den Button ändern, können nochmal zurückgehen, gehen durchgeben, es richtig an, klicken auf weiter und schon werden die Daten nochmal neu übernommen. Und hier gilt es von oben bis unten nochmal genau die Daten durchzusehen, zu prüfen, ob sie richtig sind. Ja, wenn wir soweit sind, klicken wir hier auf Konto, wenn wir das Konto öffnen wollen. Wir können es mittlerweile ohne Unterschrift machen, das ist sehr angenehm, gerade wenn man von weiter weg ist und das Konto nicht aus Deutschland eröffnet oder wenn man es einfach schnell haben möchte, Häkchen setzen, auf Eröffnen klicken und dann werden die Daten an die DKB elektronisch übermittelt und das Konto, der Antrag wird geprüft, ob das Konto öffnet werden kann oder nicht. Und die nächsten Schritte sind halt die Auftragsbestätigung. Das heißt, Sie bekommen eine E-Mail denn von der Bank. Hier haben wir schon die E-Mail. Sehr geehrte Frau Susanne, wir freuen uns, dass Sie sich für das DKB Cash entschieden haben. Damit Sie das DKB Cash schnell nutzen können, legitimieren Sie sich innerhalb der nächsten 14 Tage mit Ihrem aktuellen Ausweis. Sie können übrigens auch den Reisepass nehmen. Das war eine Anmerkung von mir. Sie haben die Wahl zwischen zwei Verfahren. Natürlich sind beide für Sie kostenfrei. Der Tipp der DKB ist die Online-Legitimation mit dem Video-Ident und Sie sehen dann auch den Link und die persönliche Referenznummer, wo das weitergeht. Alternativ kann man auch den Service der Deutschen Post nutzen, indem man mit Ausweis oder Reisepass in eine Filiale der Deutschen Post geht. Dazu gibt es das Post-Ident-Formular. Susanne hat sich entschieden, die Variante vom Video-Ident zu nehmen. Wie das funktioniert, dafür haben wir auch einen Videoclip vorbereitet. Das sehen Sie im nächsten Teil der Serie. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung zu diesem Videoclip. Dort finden Sie ebenfalls einen Link zur Kontoöffnung bei der DKB. Denn es kann ja sein, dass dank dieses Clips Sie sich jetzt sicher genug fühlen, selbstständig durch den Antragsprozess zu gehen. Sehr gut gemacht. Fein, oder?